das alte Ägypten interaktiv miterleben und sich Städte wie Alexandria und seine Bewohner ansehen. Das ist durch den Discovery-Modus von Assassin's Creed möglich. Es ist den Schülern offen, sich historische Bauten, Ereignisse, aber auch das Alltagsleben der Menschen anzusehen. Auf einer Karte von Ägypten werden einzelne Touren angeboten, die thematisch aufgelistet sind. Forschungsaufgaben können so an Schüler übertragen und im Unterricht besprochen werden. Die Spieleentwickler haben sehr eng mit Historikern zusammengearbeitet, um das Spiel akkurat zu gestalten. Willkommen bei Die große Pyramide, unterirdische Kammer. Wurde zugunsten des Spieldesigns von geschichtlichen Erkenntnissen abgewichen, wird auch das im Discovery Mode deutlich gemacht. Die Cheops-Pyramide zum Beispiel, die eigentlich in einem Tal liegt, wurde im Spiel angehoben, um besser als Orientierungspunkt zu dienen. Schüler können so Hintergründe sowohl zum alten Ägypten als auch dem antiken Griechenland lernen. Dies sind beides Themenfelder, die in jedem Bildungsplan im Rahmen des Geschichtsunterrichts verankert sind. Beide Rundgänge sind sowohl über das Hauptspiel, Assassin's Creed Origin oder Assassin's Creed Odyssey benutzbar, aber auch als Einzelversion verfügbar. Diese ist im Gegensatz zu den Hauptspielen auch ab 12 freigegeben. Weitere Informationen hierzu und andere Unterrichtskonzepte finden Sie auf gamesimunterricht.de.